Mir ist es lieber, wenn man eine höfliche Umgangsform miteinander hat und ein wirkliches Interesse an einer Person und sich dabei sieht, als dass man sagt, du Arsch, bist mir egal. Ich kann ja noch mal kurz sagen, dass ich vor der Allianz in einem Unternehmen gearbeitet habe, was eher so eine Startup-Mentalität hatte, wo ganz natürlich war, dass man sich auf allen Ebenen miteinander geduzt hat. Und durch das Duzen hatte man ein Vertrauensgefühl, der unterstützt mich. Und dann kam aber genau gar nichts, sondern das Gegenteil. Ich verbinde Professionalität nicht mit Siezen und Duzen, habe da einfach eine andere Vorstellung von. Mein Chef hat noch nie zu mir gesagt, Frau Schlisewski, seien Sie da mal lieber ein bisschen zurückhaltender, sondern dieses Outgoing, was ich habe, das darf ich in der Allianz auch zeigen. Es ist immer ein höflicher Umgang, ein respektvoller Umgang und auch darüber hinaus ein empathischer Umgang. Also in der Corona-Phase waren wir alle landunter und auch manchmal absolut überfordert. Da haben empathische Gespräche in alle Richtungen sehr geholfen. Und auch mit mir ist man mega nett umgegangen. Also an der Stelle kann man es ja mal sagen, dass mein Chef, nachdem der schlimmste Corona-Teil vorüber war, hat er unserem gesamten Büro einen Strauß Blumen geschickt, um sich zu bedanken, dass wir so für ihn eingestanden haben und ihn so unterstützt haben. Und das fand ich so wertschätzend und auch mit so viel Einfühlungsvermögen für die Situation. Also da war ich sehr gerührt.